Moin meine Freunde, hier ist wieder Christian Lutz am Start mit einem neuen Video und ich bin hier mit Jan und wir nehmen heute mal Jans Rad unter die Lupe und ja, wir gucken uns das gute Stück einfach mal an. So, was haben wir hier? Was ist das für ein Rahmen, Jan? S&M Randy Brown in 2075. Randy Brown Rahmen. Dann fangen wir mal mit dem, weiter machen wir mit dem Lenker hier, das ist ein Shadow Vultus in 9. Shadow Vultus. Bike-Check! Bike-Check! Da kommt Thomas. Gabel haben wir hier. Odyssey R28. R28, die hat ein bisschen weiteren Vorlauf. Dann sehe ich hier schon die guten Profile Mini-Narben in Gold. Hinten mit Titan-Driver. Mit Titan-Driver hinten. Left-Side-Drive. Von Alex geklaut. Von Alex geklaut. Dann Odyssey-Felgen, das sind die Hazard Light mit KHE-Bikes Dan Lacey-Reifen. Die haben verstärkte Seitenwände und einen Pannenschutz drin. Nur vorne. Nur vorne? Hinten ist platt. Hinten KHE-Bikes Mac 2. Dann hier ein schöner Profile Racing Toploader-Vorbau. Mit einem schönen Cane Creek-Steuersatz in Gold. Passend zu den goldenen Abdeckungen vom Tretlager. Von Colony höre ich hier gerade. Dann sind das hier. Die Regie ist Colony. Regie! Dann geht es hier weiter mit den geilen McNeil-Pedalen. Das hier ist noch eine Profile Racing Kurbel. No-Boss. Profile No-Boss Kurbel mit passendem Profile Spline Drive Kettenblatt. Und Shadow-Kette. Sattel, was haben wir hier? King Sean Sexton. King Sean Sexton Sattel. Sean Sexton. Mit Stolen Bike Sattelstange. Was haben wir hier jetzt noch vergessen? Hier, das Beste. Das Beste haben wir vergessen. Oh, die guten RNC Titan Balance. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil die Dinger halten einfach ewig und sowas kriegt man in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Und die Firma gibt es auch gar nicht mehr. Schon ein bisschen traurig. 1000 Euro kannst du haben. 1000 Euro könnt ihr direkt hier kaufen. Nein, Quatsch. Speichen sind ganz normale. Ja, aber weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht. Hauptsache die reißen nicht. Hier sind noch einmal Carbon Spacer unter dem Vorbau. Cool Packs. Stimmt, Cool Packs. Oder waren mal welche. Auch schön angegrindet. Dann nochmal der Profile Hub Guard. Das ist das gute Stück. Ein Bike-Check ohne. Hier wird nochmal die Schleichwerbung gemacht. Holzbedecker. Ich hab Holz im Blut. Das ist nämlich der Holzblut-Thomas, der baut Gitarren. Könnt ihr mal abchecken. Der baut mir nämlich jetzt einen neuen Holzlenker. Ja. Und hier baue ich noch ein Mettbrötchen, das heißt. Ah, die Legende vom hölzernen Mettbrötchen, das hat Thomas mir schon so lange versprochen, aber ich habe noch nicht viel von gesehen. Abwarten. Ja, Jan, was hast du dein Rad? Bist du zufrieden mit der Möhre? Unkaputtbar. Unkaputtbar. Für die Ewigkeit gebaut. Jetzt noch die Frage, die mich eigentlich so gar nicht interessiert, aber wie viele schwer? Andere Leute. Ja, genau. Wie schwer? Wie schwer? 10,5, glaube ich. 10,5 Kilo. Ja, der Rahmen wiegt ja nur 1,9. Ja. Super geiles Rad. Jetzt werde ich mit Jan noch mal eine Session fahren, das seht ihr wahrscheinlich dann im nächsten Video. Und ja, lasst einfach mal ein Like da, wenn ihr Bock habt auf weitere Bike-Checks. Und ja, ich drehe jetzt mit den beiden hier noch ein Video. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Oh, oh!